Herzlich willkommen zu meinem 23. Kurzvideo zu Windows-Kompetenzen, Windows-Grundlagen und da zeige ich dir, wie man sich von Dateien im Explorer dann Eigenschaften darstellen kann, anzeigen lassen kann. Ich habe hier eine Datei, sie ist dieser Grafik, rechte Maustaste drauf, Eigenschaften ganz unten, dann habe ich hier mehr Registerkarten und hier zum Beispiel in der Registerkarte allgemein habe ich hier schon ein paar Informationen, wann es erstellt und geändert wurde. Wenn ich hier auf Details gehe, habe ich hier noch zusätzliche Infos, die dann genau zu dieser Art von Datei passen, nämlich eine Bilddatei. Da sieht man hier zum Beispiel die Abmessungen und dergleichen mehr, mit welchem Kameramodell ich das gemacht habe, also in dem Fall mit einem Smartphone, Brennweite und so weiter. Und wenn man Glück hat, sind hier Zusatzinfos dann gespeichert, also hier zum Beispiel auch das Aufnahmedatum. Ja, und hier, wie gesagt, allgemein und Details, das hier sind die Registerkarten, die von besonderer Bedeutung sein könnte, wenn du etwas herausfinden möchtest über diese Datei. Ja, das war's schon. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.